Hey Freunde, herzlich willkommen auf Ben Master Toys. Mann und Mädel, ich habe in letzter Zeit so viele Videos aufgenommen für meinen Kanal. Hier Ben Master Toys, für meinen Kanal Herr Masterful und auch für meinen etwas größeren Hauptkanal Ben Masterful. Und für jedes Video auf jedem Kanal muss ich ja immer dran denken, okay, für welchen Kanal nehme ich jetzt auf? Und ich hätte gerade fast als Intro gesagt, herzlich willkommen auf Ben Masterful. Das wäre natürlich nicht ganz richtig gewesen, aber der ein oder andere hat es auch schon erkannt. Ja, ich bin Ben Masterful, wenn ihr so wollt. Das ist mein etwas größerer Hauptkanal, wo ich hauptsächlich im Moment FIFA mache. Darum soll es ja jetzt in diesem Video nicht gehen. Ich habe heute den Revell Junior Kit Adventskalender Lightning McQueen. Ich habe in einem anderen Video Revell Junior Kit schon den neuen Jet ausgepackt. Das Video hat euch wirklich gut gefallen, deswegen habe ich mir gesagt, so, den Lightning McQueen packe ich jetzt auch noch aus. So sieht er aus. Der ganze Kalender ist ein bisschen größer und ich glaube, man kriegt ihn noch auf Amazon. Ich bin mir nicht ganz sicher, denn ich habe mir den schon letztes Jahr gekauft. Ich hatte letztes Jahr aber einfach nur keine Lust mehr, den noch auszupacken. Deswegen ist das ein Adventskalender aus dem letzten Jahr, falls es den nicht mehr zu kaufen gibt, nur damit ihr schon Bescheid wisst. Das wollte ich euch nochmal sagen. Wie gesagt, den hatte ich im letzten Jahr. Im letzten Jahr habe ich, glaube ich, insgesamt nur 5 Adventskalender ausgepackt. In diesem Jahr waren es ja ein paar mehr. Hier links bekommen wir schon mal die Aufbauanleitung für den Lightning McQueen. Und im letzten Video war ich von Revell Junior Kit ziemlich begeistert und deswegen habe ich mir gedacht, beziehungsweise ich habe jetzt einfach Lust, diesen Adventskalender vom letzten Jahr jetzt direkt zu aus... Boah, ich kann wieder nicht richtig reden. Ich habe einfach Bock auf diesen Adventskalender. So, auch hier wieder 24 Türchen. Ich hoffe natürlich auch hier wieder auf jede Menge Bauspaß. Ich öffne mal das große Türchen Nummer 1 als erstes. So, und hier kriegen wir direkt... einmal die Karosserie von Lightning McQueen. Hier sind, ja, irgendwas für die Frontstoßstange. Ich würde mal sagen, Scheinwerfer und Beleuchtung. Scheinwerfer und Blinker. Wenn wir das Ganze rausholen, sieht das so aus. Und ich finde die Karosserie schon mal ziemlich nice. Also im letzten Video hat mich dieser Revell-Bausatz vom Jet ja schon ziemlich beeindruckt. Gab auch wieder jede Menge tolle Kommentare. Hier zum Beispiel einer von Annette. Heider. Annette hat geschrieben, hallo Ben, mein Sohn Adrian schaut jedes deiner Videos auf deinen Kanälen. Es wäre lieb, wenn du ihn grüßen könntest und ihn für die kommende Zeit Kraft schicken würdest. Er hat Leukämie und wird im Januar transplantiert. Sogar ich als dreifache Mama finde deine Videos echt super. Grüße aus Sachsen. Erst einmal danke für den teilweise schönen Kommentar und teilweise nicht so schönen Kommentar, weil ich wünsche einfach niemandem, dass er krank ist. Und deswegen schicke ich hier dem Adrian wirklich ganz, ganz liebe Grüße, ganz, ganz viele Besserungswünsche und ganz viel Kraft für den Januar. Ich hoffe, ich kann dir mit meinen Videos und mit meinem Spaß noch ein bisschen mehr Kraft geben. Und ich wünsche natürlich auch allen anderen alles Gute. Für die, die vielleicht gerade eine schwere Zeit durchmachen, gibt es ja auch viele Gründe. Auch ich habe im Leben eine ganz schwere Zeit gehabt vor ein paar Jahren. Und mich hat damals auch YouTube aus einem richtig tiefen Loch rausgezogen. So viel kann ich euch schon mal verraten. Also auch für mich war YouTube früher quasi das Seil aus einem tiefen Loch heraus, falls ihr versteht, was ich meine. Aber jetzt machen wir hier weiter. Komm, wir wollen gar nicht zu viel darüber reden. Das Teil, das schieben wir, so wie es aussieht, einfach mal hier so rein. Okay, da muss man ein bisschen doller schieben, glaube ich. Ah ja, bis es Klick macht, dann sieht das Ganze so aus. Ihr könnt euch natürlich nochmal genauer die Da rutscht aber was. Ich werde jetzt nicht in jedem Schritt immer die Bauanleitung zeigen. Manche Dinger sind einfach logisch, wie jetzt zum Beispiel Türchen Nummer 1, dass ich hier die Scheinwerfer quasi darauf schieben muss. Also das empfand ich jetzt für mich als logisch. Und deswegen werde ich wahrscheinlich jetzt nicht bei jedem Türchen automatisch immer die Bauanleitung zeigen, nur dass ihr da schon mal Bescheid wisst. Das war also die 1 und wie gesagt, ich finde es jetzt schon cool. Wir machen mal weiter mit der Nummer 2. Habt ihr es gesehen? Da ist mein Finger komplett verschwunden. Sowas bekommen wir hier. Wir bekommen, so wie es aussieht, getönte Scheiben. Und das Ganze soll man laut Anleitung einfach hier so raufdrücken. So, schön andrücken. Das macht auch links und rechts und hinten auch einmal Klick, habt ihr gehört? Und dann haben wir tatsächlich hier jetzt grau getönte Scheiben für unseren Lightning McQueen. Genauso wie bei der Vorlage. Das war Türchen Nummer 2 und ich finde, oh Leute, mir macht es so viel Spaß, diese Bausätze auszupacken. Ich packe ja auch noch viele Adventskalender auf meinen anderen zwei Kanälen aus, also Fußball-Adventskalender, wie zum Beispiel der 80-Euro-Adventskalender von den Bayern oder der 100-Euro-Adventskalender von Dortmund oder der Magitext Fußball-Sammelkarten-Adventskalender. Die gibt es auf meinem Kanal Ben Masterful. Wie ich aber finde, die cooleren Adventskalender, die packe ich aktuell auf meinem Kanal Herr Masterful aus. Da kommt jetzt zum Beispiel ein Wochenende ein Popcorn-Adventskalender mit einem Cinemax-Adventskalender oder auch ein Porsche-Bausatz. Das wollte ich eigentlich
sagen, dieser Porsche-Bausatz hat mir auch so viel Spaß gemacht, den zusammenzubauen. Und ich glaube, sobald die Adventskalenderzeit vorbei ist, werde ich hin und wieder auch mal solche Bausätze hier zusammenbauen. Das wollte ich halt nur noch mal sagen. Ich freue mich total drauf. Wir machen mal weiter mit der 3. So, was haben wir denn hier Schönes? Und zwar, sieht nach Motor aus. Ich pack's mal aus. So, okay. Was haben wir denn hier? Das Ganze soll man so ein bisschen, also das Ganze soll hier einfach nur so rein. Okay, in Türchen Nummer 3 haben wir nicht ganz so viel zusammenzubauen, aber man erkennt hier schon mal den V8-Motor. Woran erkenne ich jetzt, dass das ein V8-Motor ist? Das kann ich euch ganz einfach sagen. Und zwar, wenn man sich das hier genau anguckt, wir haben natürlich hier die V-Form, ne? Hier Zylinder, da Zylinder. Und von der Seite sieht man dann 1, 2, 3, 4 und von der anderen Seite auch nochmal 4. Deswegen 8 Zylinder, V8-Motor, ganz klar. Das Teil wird jetzt erstmal noch nicht eingebaut, sondern das behalten wir erstmal so in der Hand und öffnen jetzt die 4. So, wo ist sie denn? Die 4, da war die 5, die 6 und hier das kleine Türchen mit der 4. So, hier kommt wieder ein Bauteil. Und das gehört auch wieder zum Motor. Aha, hier erkennt man jetzt die Kurbelwelle, unten die Ölwanne. Also hier haben wir jetzt gleich einen fertigen Motor. Und die Frage ist, wie rum kommt das da jetzt rauf? Ich glaube so rum. So, okay, jetzt haben wir tatsächlich einen fertigen Motor. Hier vorne ist der große Wasserkühler auch zu erkennen. Weiß zwar nicht, warum wir jetzt diesen Knopf da reinsetzen mussten. Aber mal gucken, vielleicht hat der ja noch irgendeine Bedeutung. Als nächstes kommt die 5. Das ist hier unten ein etwas größeres Türchen. So, komm raus. So. Oh, das Chassis. Das wunderschöne Chassis und der Motor kommt bei diesem Chassis. Jetzt muss ich erstmal gucken, was ist hinten, was ist vorne. Oh, hier kann man ganz einfach easy die Technik erkennen. Laut Bauanleitung kommt dieser Motor vorne rein, das heißt hier. Den klickt man einfach so rein, das nennt man auch die Hochzeit, wenn quasi das Chassis mit Motor verbunden wird. Ich habe ja Kfzler gelernt, deswegen kenne ich mich da ganz gut aus. Und hier kann man erkennen, das ist die Kardanwelle, die halt die Kraft des Motors hinten auf ein Differential überträgt und damit werden dann die Hinterräder angetrieben. Und somit hat dieser Wagen auf jeden Fall Heckantrieb. Ob er jetzt Allradantrieb hat, ist hier nicht zu erkennen, aber typisch für einen richtigen Sportwagen hat er Heckantrieb. Das erkennt man schon mal. Also, ihr lernt hier gleich auch nochmal ein bisschen technisch-fachliches Frontmotor mit Heckantrieb. So ein Porsche 911er zum Beispiel hätte keinen Frontmotor, sondern ein Porsche 911er hat einen Mittelmotor. Das heißt, der Motor würde nicht vorne sitzen, sondern hier in der Mitte. So als Beispiel, gibt auch Fahrzeuge mit Heckmotoren. Ich glaube, so eine Viper hat, glaube ich, Heckmotor. Aber so typisch deutsch oder auch die ganzen Amerikaner. Aber die meisten deutschen Autos haben, glaube ich, außer Porsche, immer Frontmotor. Außer Käfer. Der Käfer hatte auch Heckmotor. Oder die alten VW-Busse hatten auch Heckmotoren. Wir brauchen jetzt die 6. Die haben wir hier. So, dann kommen wir mal dazu, das rauszuholen. Und hier, die Teile kennen wir auch aus dem Jet-Adventskalender. So, das Ganze einmal ausgepackt. Müssen wir erstmal gucken, wie wir hier was jetzt machen. Und laut der Anleitung, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass das so sein soll, dass hier dieses rote Teil hier rein soll. Und dann kommt hier jetzt der Deckel noch drauf. Aha, das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Okay, also schauen wir mal weiter. Dann kommt hier einmal die Karosserie wieder ins Spiel. Und zwar bauen wir hier, hier vorne bauen wir einmal dieses Teil ran. Das stecken wir einfach hier so rein. Das passt in beide Richtungen. Und von hinten kommen jetzt, so wie es aussieht, Heckleuchten. Die passen nur einmal. Da müsst ihr halt gucken, wo diese Nupsis sind. Das heißt, sie passen nur einmal. So sieht das Ganze dann aus, wenn sie drin sind. Solltet ihr das Falsche rum einbauen, ich versuche das mal, dann kriegt ihr sie nicht viel weiter ohne Kraft rein als so. Das ist dann falsch. Ganz einfach rausziehen, umdrehen und dann passt das. Und diese Antriebswelle, die bleibt jetzt erstmal bis Türchen 23 hier nebenbei liegen. Die bauen wir nämlich erst dann ein. Dann hat der Peter Vosshage Gericke kommentiert. Ich hoffe, ich habe seinen Namen richtig ausgesprochen. Der hat nämlich unter dem anderen Adventskalender von Revell kommentiert. Der Adventskalender ist voll cool, mach weiter so und ein Like dalassen. Danke an Peter für deinen Kommentar. Jetzt kommt hier die 7. Wieder ein etwas kleineres Türchen. Schauen wir uns das mal an. Hier gibt es viel Rotes. So, auch das hier einmal alles auspacken. So, jetzt die Frage, wo kommt das denn alles hin? Dazu brauchen wir einmal das Chassis. Wir haben hier zwei Schlitze. Und in diese Schlitze kommen diese Dinge. Einmal hier, einmal auf der anderen Seite. Dann sind hier Schlitze oder so Einlässe. 1, 2, vorne am Motor. 3 und da 4. Da kommen die Dinge rein. Auch die passen wieder nur einmal. So, wenn man dann von der Seite guckt, ist das hier ein Gewinde geworden. Da kommen später die Reifen dran. Das Ganze machen wir dann an allen 4 Punkten. So sieht das Ganze dann hier bei mir aus. Und die zwei Dinger sind erstmal über. Ich kann in der Bauanleitung nicht
nicht erkennen, ob die jetzt schon drankommen oder nicht. Es sieht nämlich eher so aus, als wären die erstmal über. Dann brauchen wir Türchen Nummer 8. So, komm raus. Auch hier gibt es wieder ein paar rote Schrauben. Und was wir in diesem Adventskalender noch nicht bekommen haben, ist dieser Schraubendreher. Könnt ihr euch daran erinnern? Entweder habe ich jetzt ein Türchen vergessen. So, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, aber es sieht nicht so aus, als hätte ich ein Türchen vergessen. Wir hatten nämlich im Revell Adventskalender Jet diesen Schraubendreher für die Schrauben. Und jetzt kommt mir gerade eine Idee. Aha, schaut euch das mal an. Und zwar ist hier vorne auch so ein Schraubendreher-Dings dran. Das heißt, dieses Teil, das ist später die Gelenkwelle oder die Antriebswelle genannt. Damit sollen wir auch schrauben. Aha. Okay, also, da ich ja jetzt schon einen habe, ich werde hier aber trotzdem den schwarzen nehmen, da der hier extra dabei ist. Und wir verschrauben jetzt die Karosserie mit dem Chassis. Also das rote ist hier die Karosserie, das schwarze ist das Chassis. So, das kommt dann so hin und man sieht hier hinten ganz gut, dass das auch zusammenpasst. Und jetzt sollen in dieses Loch und in dieses Loch die Schrauben rein. So sieht das Ganze aus und das dann hier mit dem Schraubendreher vorsichtig festziehen. Auch hier wieder ein Hinweis an euch. Oh, man kann sie gar nicht festziehen. Aha, hier ist noch so ein Überdingsbums-Mechanismus drin. Das heißt, wenn irgendwann der Punkt kommt, wann fest ist, dann ist hier so ein automatisches Überknupselgedingsbums-Mewes bei. Also man kann die Schrauben nicht überdrehen. Das wollte ich sagen. Ja, coole Idee, dass man das hier so umgesetzt hat. Dann kommt hier die 9. Wieder ein kleines Türchen. Und auch hier wieder ein paar rote Teile. Ich glaube, wir kriegen die erste Felge, so wie es aussieht. So, zwei Teile. Einmal eine rote Felge und eine Schraube dafür. Das erste Rad, was wir draufsetzen sollen, ist hinten links. Und das kommt dann so. Oder auch nicht. Ah, okay. Also, man macht das hier dran. Und tatsächlich gehört es so rum, dass diese Löcher der Felge nach außen zeigen. Jetzt in Türchen Nummer 10. Kriegen wir wahrscheinlich wieder eine weitere Felge oder nein, wir kriegen einen Reifen. Und hier steht auch, ja, Lightyear drauf. Das ist eine Parodie zu Goodyear. Und diesen Reifen, den sollen wir jetzt einfach hier im eingebauten Zustand so ein bisschen drüber schieben. So, und dann sieht das so aus und dann ist das schon mal fertig. Okay, das ist auch ganz ordentlich gemacht. Gefällt mir schon mal richtig gut. Als nächstes folgt Türchen Nummer 11. So, auch das hier mal rauspacken. Wir kriegen die nächste Felge. Also auch hier wieder jeden Tag Bauspaß am Start. Und hier sollen wir natürlich wieder diesmal vorne links nehmen. So, auch hier wieder vorbereiten und dann einfach festziehen, so, bis er einmal überdreht und dann, haha, können wir das schon mal wieder als Felge nutzen. Jetzt brauchen wir die 12 und in der 12 vermute ich den nächsten Reifen. Schauen wir mal eben, wen ich die 12 denn mal sehen würde. Wo ist sie denn? Hallo, 12. Jawohl, neben der 7. Ab und zu sieht es, findet man die Dinger echt schwer. So, nächster Reifen und auch den hier wieder einfach so vorsichtig drauf drücken. Da braucht man so ein bisschen Gefühl für, so. Und dann ist auch der Reifen fertig. Das sieht doch schon mal cool aus von der Seite. Hier fehlt noch ein Spoiler vorne. Aber den werden wir sicherlich in den nächsten Türchen bekommen. Türchen Nummer 13. Ich erwarte eine Felge. Ich glaube, es geht jetzt noch ein paar Türchen so weiter. Immer abwechselnd Felge und Reifen. Nächste Felge am Start. Ich mache es einfach mal hinten rechts. So, einmal so. Und dann einfach hier rauf. Und dann auch hier wieder festdrehen. Die 14, die haben wir hier. Ja, jetzt geht das Ganze in der Tat auf einmal ein bisschen fix. Nur Reifen und Felgen im Moment drin. So, und der nächste Reifen kommt hinten links. Einmal vorsichtig drauf gedrückt, sieht auch der richtig gut aus. Also, jetzt kriegen wir in der 15 bestimmt wieder eine Felge. Bevor wir aber die 15 öffnen, nächster Kommentar. Diesmal von Marvin Steinböck. Böck, Entschuldigung, der hat geschrieben, richtig geiler Adventskalender. Dankeschön für den Kommentar an Marvin. So, und jetzt öffnen wir auch die 15. So, schauen wir mal. Da, nächste Felge am Start. Und das ist jetzt auch die letzte Felge, die wir hier drauf bauen. Dann haben wir nämlich alle Felgen. Jetzt kriegen wir gleich noch wahrscheinlich einen Reifen in der 16. Und auch hier wieder jeden Tag Bauspaß. Oh, guck mal, hoffentlich kann man die Motorhaube vorne immer noch öffnen, weil dann kann man sich jedes Mal wieder den Motor angucken. Die Idee finde ich eigentlich ganz cool. Die 16 haben wir da oben links. Haha. Oh, hier bei Junior Kit. Da ist genau dieser rote Schraubendreher am Start, den ich schon habe. Ja, und in diesem Set ist es halt ein schwarzer, beziehungsweise hier war man so schlau und hat das Getriebe genutzt. Ne? Also hier die Kardanwelle, der Heckantrieb nachher, die bauen wir ab Türchen 23 auch ins Fahrzeug ein. Und vorher dient das Ganze als Schraubendreher, finde ich super. Und der letzte Reifen. Auch den hier wieder vorsichtig, nicht mit zu viel Gewalt, sonst bricht nämlich das hier an der Stelle auch ab. Also wenn man da nicht vorsichtig ist, kann man das Ganze leicht auch kaputt machen. So, Reifen ist drauf, sieht super aus, muss ich sagen. Ich gehe mal davon aus, dass der Adventskalender letztes Jahr auch so 30, 35 Euro gekostet hat. Oder habe ich jetzt nur 20 bezahlt für den letzten?
ersten Revell? Ich weiß das nicht mehr. Naja, ihr werdet sicherlich, falls ihr Interesse an diesem Adventskalender habt, bestimmt in meine Videobeschreibung gucken, ob ich den verlinkt habe. So Leute, ich verlinke euch einmal den aktuellen Adventskalender von Lightning McQueen. Nee, gar nicht wahr. Von Fabulous Lightning McQueen. Wer ist das denn? Also Lightning McQueen in Blau. Kostet auf Amazon aktuell noch 30 Euro. Und dieses Fahrzeug gibt es nicht als Adventskalender, aber als normalen Bausatz. Und da haltet euch mal fest. Der ist nämlich aktuell für 18,96 Euro am Start. Und was ich gerade sehe, es gibt auch noch einen Porsche 911 als Bausatz. Oh, kostet nur 14,99 €, nur noch 4 Stück auf Lager. Mehr ist aber unterwegs, sonst hätte ich den jetzt bestellt. Also mir machen die Revell-Dinger mega viel Spaß. Das wollte ich halt nochmal sagen. Alles unten wieder in der Videobeschreibung verlinkt, wenn ich nicht zu faul war oder das vergessen habe. Wir kommen zur 17. So, was haben wir hier am Start? Die 17, wieder ein bisschen größer. Die ist hier unten. So, komm raus. So, was haben wir hier? Ein Schräubchen und den Auspuff. So, das Ganze einmal ausgepackt. Was ich auch hier wieder sagen muss, weil ich es, glaube ich, auch bei allen anderen Adventskalendern immer sage, es ist immer ein bisschen zu viel Plastik dabei. So, das wollte ich auch nochmal sagen. Du, böses Plastik. Und jetzt haben wir hier den Auspuff. Den sollen wir von unten drunter bauen. Und zwar haben wir hier eine sogenannte Sidepipe oder ein sogenanntes Sidepipe-Auspuff. Ich hoffe, wir kriegen zwei, weil der hat auf beiden Seiten diese Karosserie-Auslässe, sagt man das so? Also der passt hier auf die Fahrzeugseite links. Sieht cool aus, wie bei einer Viper. Also Sidepipes, normalerweise geht ein Auspuff ja hinten raus. Aber für die Leistung eines Fahrzeuges ist es wichtig, dass die Abgase so schnell wie möglich weggehen. Also die Auspuffrohre so kurz wie möglich sind. Das ist auch bei Formel 1 Fahrzeugen so, müsst ihr mal drauf achten. Die haben ganz, ganz kurze Auspuffrohre. Und deswegen ist es halt bei Hochleistungsfahrzeugen auch wichtig, dass man halt nicht diese ganz, ganz langen Auspuffrohre nach hinten baut, sondern am besten direkt zur Seite weg, wie das jetzt hier auch bei Lightning McQueen der Fall ist. Hier schraubt man das Ganze noch fest. So, ein bisschen drehen und Auspuff Nummer 1 ist ready. Jetzt in der 18 müssten wir also Auspuff Nummer 2 bekommen. Der ist hier. Und Tatsache, auch wieder in Plastik eingepackt. Aber das soll uns hier in diesem Video jetzt wieder nicht stören. So, und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Der kommt hier also diesmal. Ja, komm. So kommt der. Also der hält schon von alleine, auch ohne Schräubchen. Aber wir sollen ja noch eine Schraube hier reindrehen. Und das machen wir dann auch. Und schon schwuppdiwupp sind die Sidepipes einmal links, einmal rechts. Sind die fertig. Oh, das sieht cool aus. Das finde ich nice. Die 19 ist am Start. So, was haben wir hier Schönes? Wir kriegen, so wie es aussieht, einen Heckspoiler. Einmal ausgepackt haben wir hier insgesamt 3 Teile. Wir müssen zuallererst dieses Ding, glaube ich, einbauen. Und zwar kommt das hier nämlich direkt in den Heckspoiler hinten rein. Und zwar so rum. So. Denn jetzt haben wir hier ein Gewinde. Und wir schieben jetzt den Heckspoiler hier hinten in diese Öffnung rein. So, sieht das Ganze cool aus, oder was? Und von unten durch dieses Loch wird jetzt dieser Heckspoiler nochmal am Fahrzeug befestigt. Damit man den hinterher nicht mehr so einfach abnehmen kann, und fest ist er. Bei der 20, die ist hier unten links, da sieht es jetzt so aus, laut Bauanleitung, als würde es die Motorhaube geben. Und jawohl, seht ihr mal, Motorhaube nicht mal in Plastik eingepackt, das finde ich super. Und jetzt soll man diese Motorhaube einfach hier so drunter schieben und ja, das war's schon. Und tatsächlich, man kann die Motorhaube wieder öffnen und sie hält sogar von alleine. Wie cool, guck mal. Man kann ihn zumachen. Oh, ich finde das ja toll, wenn man bewegt. Oh, hey. Na, warum hält er jetzt nicht mehr? Ah, okay. Man muss ihn halt, wenn man die Motorhaube hochmacht, muss man sie einmal nach hinten drücken, damit sie da einrastet und dann hält sie auch. Wie cool ist das denn? Einfach runterklappen und zu ist sie. Ich bin weiterhin mega begeistert. Wir kriegen jetzt oder wir öffnen einfach mal die 21. So. Also wenn ihr weitere Bausätze dieser Reihe vor, auch von Revell, gibt es bestimmt auch noch andere Hersteller. Falls ihr weiterhin sowas sehen wollt, schreibt es mir in die Kommentare. Wie gesagt, ich gucke gerade bei Amazon, da gibt es einen Porsche 911 Polizeifahrzeug. Also sowas wie das hier nur als Polizeifahrzeug. Oder nochmal einen roten Porsche auch. Oh, das ist sogar... Oh, Adventskalender für 14,99 €. Und einen Revell Control Adventskalender für 129 Euro. Ein RC Adventskalender. Ah, das ist mehr was für meinen Herr Masterful Kanal, oder? Ich mache das ja immer nach Zuschauern. Wenn ich denke, der Adventskalender ist eher für ältere Zuschauer, vielleicht ab 13, kommt das alles auf meinem Herr Masterful Kanal. Wenn ich mir so denke, die Adventskalender und Sachen, die ich auspacke, sind eher für Zuschauer unter 13 ausgenommen. Natürlich sind die Eltern, die dürfen auch mitgucken. Und deswegen packe ich hier halt die Sachen, die unter 13 sind, aus in der Regel. So in der Art hatte ich mir das
gedacht. Wo bin ich jetzt stehen geblieben? Genau, die 21. Hatte ich da schon gerupft? Ah ja, genau. Hier, da ist sie. Die 21. Hoppala, fällt's mir wieder weg. Hier, wir haben jetzt, was könnte das wohl sein? Das könnte jetzt, fällt hier wieder weg. Also eine Schraube und einmal das Ding. Und das soll, ah, das schiebt man hier einfach so rein. Okay. Und dann von unten hat man noch dieses Loch. Da soll man halt jetzt diese Schraube reinstecken und festziehen. Und schon hat man hier, okay, da fehlen noch die Aufkleber. Also natürlich fehlen hier die Aufkleber. Die Aufkleber kommen wahrscheinlich erst im 24. Türchen. Machen wir erstmal die 22. Das haben wir hier. Hier kommt jetzt bestimmt endlich mal wieder, ah, guck mal hier, das ist wieder in Plastik eingepackt. Also sobald da immer eine Schraube bei ist, packen die das in Plastik ein. Wie gesagt, ich finde, das muss nicht unbedingt sein. So, wir wollen ja heutzutage Plastik sparen, beziehungsweise nicht mehr so viel produzieren. Und wir haben hier die frech grinsende Frontstoßstange oder auch den Frontspoiler von Lightning McQueen. Das Ganze schiebt man hier einfach, ich würde sagen, andersrum. Das Ganze schiebt man hier einfach rein. Und jetzt auch hier von unten wieder festschrauben. So, und dann hält auch hier das freche Lachen von Lightning McQueen. Ohne Aufkleber sieht er noch ein bisschen langweilig aus. Wir kommen jetzt aber erstmal zur 23. Und zwar oben. Oh, links. Ah, da verschwindet mein Daumen schon wieder. Mann, ich ärgere mich gerade. Hä? Aha, wahrscheinlich hat man... man hat hier einfach... Ah, okay. Guck mal, man kann wechseln. Einmal grimmig. Grimmiger Lightning McQueen. Und dann haben wir hier... Ah, jetzt verstehe ich auch das mit dem Fenster. Man kann den wieder quasi transformieren. Das hat auch beim Jet-Adventskalender einer geschrieben. Mir ist gar nicht aufgefallen, dass man den Jet transformieren konnte. Deswegen waren da auch Beine dran. Aber jetzt ist es mir hier aufgefallen. Und zwar, wie kriegt man halt nur dieses Ding hier wieder raus? Also man hat bestimmt gleich einmal einen grimmigen und einmal einen lieben Blick. Schauen wir gleich mal. Ich weiß noch nicht, wie kriegt man das hier wieder raus? Vielleicht ist deswegen der Knopf da. Nein, deswegen nicht. Also was mir gerade fehlt, ist hier irgendwie eine Vorrichtung, wie ich jetzt dieses Ding hier wieder rausbekomme. Damit ich es nicht vergesse, schraube ich das Ding erstmal wieder rein. So, denn jetzt als nächstes und als letztes verbauen wir nämlich auch dieses Ding. Das Ganze wird hier einfach jetzt nur noch so, ja, reingeklickt. So, und dann hält auch die Kardanwelle oder auch der Schraubendreher ist hier direkt mit verbaut. Das ist halt die Antriebswelle, die halt die Umdrehung vom Motor vorne auf das Getriebe, das Differential an der Hinterachse verteilt. Sehr cooler Bausatz. Jetzt kommt noch die 24 und hier sind tatsächlich Aufkleber am Start und zwar, huh, das sind aber viele. Und tatsächlich haben wir einmal einen bösen Blick und einmal einen nicht bösen Blick. So, dann versuche ich mal das ganze Auto jetzt nochmal zu bekleben. Wir haben jetzt den nicht bösen Blick und da nehmen wir diese Augen hier so. So, da muss man ganz vorsichtig sein, weil der passt richtig genau. Also wenn man sich da ein bisschen verklebt, dann passt das schon nicht mehr so richtig, aber ich habe es gerade eben hinbekommen. So, dann der große, achso, Aufkleber, wir nehmen erstmal Aufkleber 2, achso, das wäre das andere Gesicht, aber den kriege ich hier nicht mehr raus. Naja gut, lassen wir den erst nochmal über. Nehmen wir die 3 für die Motorhaube und das Ganze klebt man dann halt vorsichtig hier vorne drauf. Oh, die kleben richtig stark. Also wenn ihr den einmal draufgeklebt habt, dann müsst ihr richtig aufpassen. Die Aufkleber halten richtig gut und, oh, die kriegt man nämlich, wenn sie einmal richtig drauf geklebt haben, nicht mehr schön ab. So, das geht auch einigermaßen, hätte man besser machen können. Also ich habe hier nicht ganz aufgepasst beim Bekleben vom Lightning McQueen. So, dann die 4 sind Aufkleber hier. Da steht einfach nur drauf Lightning McQueen. Und die kommen hier quasi schräg am Dach ran. So, einmal so. Und das Ganze dann natürlich auch auf der anderen Seite. Und zwar einmal so. Ich glaube, das finde ich, ich habe das ganz gut gemacht. Die 5 sind jetzt die Heckleuchten. Okay. So, die 5 ist jetzt hier die rechte Heck- oder die linke Heckleuchte, wenn man so will. So, auch hier vorsichtig aufkleben. Die 6 kommt auf die andere Seite. Da haben wir nämlich dann die zweite Heckleuchte. So. Ah, die 7 kommt auch noch hinten drin. Also der Lightning McQueen, der ist hier richtig fett beklebt. Ich wusste das gar nicht, dass der so viele Aufkleber hat. So, und dieser Aufkleber kommt hier hinten nämlich unten. Auch hier muss man beim Kleben richtig gut aufpassen. So, der kommt dahin. Die 8 ist die große 95 und die kommt aufs Dach rauf. Und zwar würde ich sagen, So, und zwar schön aufs Dach rauf, schön mittig, bisschen andrücken, dann sieht das Ganze auch ordentlich aus. Dann die 9, das ist der hier. Die 9 kommt, aha, jetzt macht das auch Sinn, die kommt nämlich hier hinten so hin.
Und zwar ist hier nämlich vom Radkasten so ein kleiner, ja, so eine kleine Kurve drin, sage ich jetzt mal, dass das hier auch genau hinpasst. Oh, den habe ich aber gut getroffen. Den habe ich sehr gut geklebt. Jawohl, der sieht gut aus. Dann kommt hier die 10. Wir sind also wieder beim Heck angekommen. So. Und das Ganze soll hier so in die Mitte. Oh, das wird jetzt ein bisschen schwierig. So, ich hoffe, ich habe da die Mitte ganz gut getroffen. Ein bisschen zu weit nach rechts, aber ich glaube, das geht noch. Dann kommt die 11. Die kommt nämlich zum Heck-Spoiler. Boah, sind das viele Aufkleber. Und zwar genau an diese Stelle. So, einmal kurz anlegen und dann festdrücken am Heck-Spoiler. Dann kommt die 12. Das ist dieses Teil. Sieht kompliziert aus. Und ist es auch, weil der halt den Tankdeckel auf der Seite hier freilässt. So, da muss man halt ganz genau kleben, weil man muss einmal den Tankdeckel, den Heckspoiler muss man auch aufpassen, dass das hier exakt hinpasst. So, ich glaube, auch den habe ich gut hinbekommen. Dann 13 ist ein Blitz. Aha, und die 13 kommt hier sogar auf den Kotflügel rauf, also die 13, so ein kleiner Blitz. Und das kommt hier einmal über das Vorderrad quasi, so auf den Kotflügel drauf, so. Jetzt die 14 ist etwas für die Stoßstange. Also die 14 haben wir zweimal, das ist so eine kleine 95. So, dieses kleine Teil, das kommt nämlich hier so vorne auf die Stoßstange. So, Teil Nummer 1. Und der zweite 95 Mini-Aufkleber kommt natürlich auf unsere Ersatzstoßstange, beziehungsweise die mit dem Lächeln. Die 15 ist jetzt der Blitz für die andere Seite vom Kotflügel. Und zwar kommt das Ding hier so drauf. Ah, auch das sieht, glaube ich, ganz gut aus. Nächster Aufkleber, die 16. Hier sind, glaube ich, die Erfolge von Lightning McQueen zu sehen. Und der kommt hier hin. Und zwar würde ich den jetzt einfach mal so hier hinkleben, ein bisschen über die Flammen, weil hier kommt ja auch noch ein Aufkleber hin. Dann haben wir hier die 17, auch wieder so ein kleines Ding. Das kommt hier ganz unten hin. Also da soll man wirklich ganz unten hinkleben. So, das ist die 17. Jetzt kommt die 18. Das ist nämlich der große hier mit der großen 95 und dem bunten Blitz. Das Teil klebt man hier einfach hin, so ein bisschen über die 95, die man schon gesehen hat. Und hier habe ich jetzt nicht hundertprozentig gut geklebt. Ah, hier passt das mit den Aufklebern nicht so hundertprozentig. Das habe ich nicht so toll gemacht jetzt. Die 19 ist der andere große Aufkleber auf der anderen Seite. Auch den kleben wir so ein bisschen über die 95, die man hier eben schon gesehen hat. Und jetzt streiche ich ihn einfach von unten nach oben. Habt ihr gesehen? So von unten nach oben gestrichen. Das heißt, der klebt hier auf der Seite viel, viel besser. Dann haben wir noch die 20. Ich glaube, das ist jetzt schon der vorletzte Aufkleber. Die 20 kommt hier einfach drüber. Das hatten wir auf der anderen Seite nämlich auch schon. Ja, die 2, die bleibt übrig erstmal. Und der letzte Aufkleber ist dann die 21. Das Ding kommt hier unten so hin. So, diesmal passt das auch. Sieht ein bisschen besser aus als auf der Seite, aber das sieht man nicht. So, und Lightning McQueen ist fertig, Leute. Das war also der Adventskalender Lightning McQueen. Wie gesagt, den gibt es jetzt für dieses Jahr als Bausatz für aktuell 15 Euro auf Amazon. 19 Euro auf Amazon. Also, wir sind am Ende, wir sind angekommen, alles ist fertig. Wir haben hier sogar eine bewegliche Motorhaube, was ich sehr, sehr cool finde. Die bleibt offen stehen, die Reifen bewegen sich. Mir persönlich waren es ein paar Aufkleber zu viel. Ich klebe nicht so gerne auf. Vielleicht seid ihr da ja anders und ihr klebt sehr gerne auf, dann ist das natürlich genau das Richtige für euch. Ich hätte mir gewünscht, also so für mich, dass alle Aufkleber schon dran gewesen wären, weil wie gesagt, ich bin kein großer Fan von Aufkleber aufkleben. Aber ich glaube, ich habe das am Ende doch ganz ordentlich hinbekommen, ne? Oder was sagt ihr? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr wünscht euch mehr von Revell, denn ich feiere diese Bausätze. Also mit feiern meine ich, ich finde sie richtig toll. Und vielleicht habe ich euch ja so ein bisschen dazu angestiftet. Und vielleicht haben wir ja einen Deal zusammen. Ihr guckt meine Videos richtig fleißig, immer von Anfang bis Ende und ich pack weiterhin so ein cooles Zeug aus. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Ich sag wie immer, ciao, tschüss und auf Wiedersehen!